Er ist ein Kunstwerk, ein technisches Wunder und eine mechanische Ikone. Wir bauen nur ein Auto und das alle 10 Jahre. Jetzt ist die berühmteste Marke Frankreichs zurück. Eine 2,4 Millionen Euro teure, 1500 PS starke Maschine namens Chiron. Wenn wir sagen, dass wir einen Wagen bauen, der bis zu 400 km/h schnell ist, dann müssen wir die Erwartungen auch erfüllen. Nachdem ein Jahrzehnt am Design und der Technik gefeilt wurde, wird es Zeit für ein neues Modell. Das hier ist der Prototyp. Doch bevor das Auto vorgestellt werden kann, muss die 400 Stundenkilometer Grenze geknackt werden. Da kommt er. Jeder Tag zählt. Es dürfen keine Fehler passieren. Das ist ein exklusiver Einblick in die finale Phase der Produktion des nächsten Bugattis. Willkommen in Molsheim, Frankreich. Eine geschichtsträchtige Region und das langjährige Zuhause von Bugatti Automobiles. Das hier ist unser Atelier. Hier wurde bisher nur der Veyron produziert. Gerade wird es für den neuen Wagen, den Chiron, umgebaut. Das hier ist eine der ungewöhnlichsten Autofabriken der Welt. Alles wird per Hand gefertigt und das normalerweise ohne Zeitdruck. Doch heute ist er spürbar. In nur 6 Monaten beginnt die Produktion des neuen Supercars. Wir haben nicht viel Zeit. Darum gehen wir schon in die nächste Phase. Es werden nur 500 Autos gebaut. Und davon wird jedes Basismodell 2,4 Millionen Euro kosten. Zwei Faktoren zeichnen den Chiron aus. Der 1500 PS starke Motor und das Ziel, die Höchstgeschwindigkeit seines Vorgängers auf der Rennstrecke zu toppen. Momentan halten wir unter den Supersportwagen den Weltrekord mit 431 km/h. Der neue Chiron soll deutlich schneller sein. Ein ambitioniertes Ziel. Doch bevor der Rekord gebrochen werden kann, muss das Auto vollständig entwickelt werden. In dieser Entwicklungsphase müssen wir die Erfahrungen mit dem Prototyp auf das Serienmodell umlegen. Jetzt stehen die finalen Tests an. Es muss sichergestellt sein, dass alles am Chiron funktioniert. Es gibt nur wenige Faktoren an diesem Fahrzeug, die normal sind. Kein anderes Auto hat die Physik so ausgereizt, um seinen Vorgänger übertrumpfen zu können. Man stößt im Entwicklungsprozess immer an Grenzen. Aber diese können überwunden werden. 2005 bringt Bugatti den Veyron auf den Markt. So einen Wagen hat man in der Automobilwelt bisher noch nie gesehen. Wer einen Veyron besitzt, glaubt zu Recht, dass sein Wagen unschlagbar ist. Zehn Jahre später hat sich das Blatt gewendet. Die Konkurrenz ist Bugatti dicht auf den Fersen. Und die Marke braucht ein neues Pferd im Stall, um neue Rekorde aufzustellen. Kurz gesagt hatten wir eine Vorgabe. Macht alles noch viel besser, als es vorher war. Mit Projektbeginn ist das Ziel klar. Der Weg dorthin noch nicht. Dieses Projekt hat schon zu Beginn die Grenzen der physikalischen Möglichkeiten ausgereizt. Hätten wir von Anfang an alle Probleme lösen können, wäre es einfach gewesen.
Das Team befasst sich als erstes mit dem Herzstück des Projekts. Um erneut eine Bestzeit zu setzen, muss ein neuer Motor her. Es wurde viel spekuliert, ob wir ein Elektroauto bauen oder ein Hybridfahrzeug. Oder vielleicht wieder ein Supercar mit Verbrennungsmotor. Die Techniker sind sich sicher, dass ein aufgemotzter Veyron W16-Motor die richtige Wahl ist. Die größte Herausforderung war die Steigerung der PS. In der Automobilindustrie dreht sich seit jeher alles darum, noch einen draufzusetzen. Die Geschichte beginnt 1885 in Deutschland. Der deutsche Erfinder Karl Benz baut ein dreirädriges Gefährt mit einem Zylinder und weniger als einem PS. Zwei Jahrzehnte später baut Henry Ford das erste Auto für die Massen, das Model T. Mit seinen 22 PS prägt das Fahrzeug die Welt. 47 Jahre später kommt der erste Serienwagen mit 300 PS auf den Markt. Und ein halbes Jahrhundert später wird der Veyron vorgestellt, der diese Zahl verdreifacht. In der ganzen Welt findet man Supercars mit einem starken Motor, die sich sehr gut fahren lassen. Die wahre Herausforderung ist das Design. Wir müssen ein motorisiertes Kunstwerk erschaffen. Das ist die Challenge. 2010 hat sich die Autowelt extrem verändert. Mittlerweile gibt es über 50 verschiedene Serienwagen, die über mehr als 400 PS verfügen. Über 60 Basismodelle haben einen Motor mit 500 PS und mehr eingebaut. Und 20 Fahrzeuge sind mit einem über 600 PS starken Motor ausgestattet. Es ist das goldene Zeitalter des Verbrennungsmotors. Der Wettbewerb macht unser Leben etwas leichter. Man wird durch die Konkurrenz angetrieben. Lange Zeit thronte der Veyron allein auf Platz 1. Inzwischen gibt es mindestens 5 verschiedene Hypercars, die über 800 PS Leistung und Topgeschwindigkeiten von 340 km/h erreichen. Kein Markt ist so anspruchsvoll wie die Automobilbranche. Sie ist hochentwickelt und jeden Tag denken tausende kluge Köpfe über neue technische Lösungsansätze nach. Der Chiron könnte das letzte Hypercar seiner Zeit sein. Und der Gipfel der Ära des Verbrennungsmotors. Aus einem Verbrennungsmotor ist quasi nicht mehr herauszuholen. Es ist höchst kompliziert, damit 1500 PS zu erreichen. Der Mann, der den Verbrennungsmotor an seine Grenzen bringt, ist Wolfgang Dürheimer, CEO der Firma. Alles hat mit Motorrädern begonnen. Ich habe ein paar Rennen gesehen und dann beschlossen, dass ich das auch tun will, wenn ich älter bin. Doch er stellt schnell fest, dass seine Stärke nicht das Fahren ist, sondern die Entwicklung. Auch wenn ich Tag und Nacht geübt hätte, wäre ich nie Weltmeister geworden. Also habe ich mich auf die Technik spezialisiert. Sein Wunsch, Ingenieur zu werden, führt ihn an die Technische Universität München. Dort bekommt er ein Fulbright-Stipendium angeboten. Bis das Durchblättern eines Automagazins sein Leben verändert. Ich habe über ein Problem bei Rennmotorrädern gelesen und dachte, das wäre ein gutes Thema für mich. Das ist der Beginn einer außergewöhnlichen Karriere. Porsche fragte, ob ich Product Line Manager für den 911 werden will. 1,5 Jahre später leitet Dürheimer die gesamte Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Am Anfang konnte ich es nicht glauben. Ich war davon überzeugt, ich hätte als Ingenieur alles erreicht. Der 911 war sehr schnell. Ich hätte nie gedacht, dass man diese Geschwindigkeit noch toppen könnte. Doch ein Telefonat belehrt ihn eines Besseren. Dürheimer bekommt ein fantastisches Jobangebot von Bugatti. Es war eine Reihe von glücklichen Zufällen.
Ich habe über das Angebot nachgedacht. Ihr Fortschritt hat mir gezeigt, dass immer Luft nach oben ist. Dieser Fortschritt beginnt 3 Jahre vorher. Die letzte Version eines W16-Motors schafft es auf 1200 PS. Ingenieure berechnen, dass die Motorstärke um 25% gesteigert werden muss, um die Höchstgeschwindigkeit des Veyron zu übertreffen. Wir haben sehr früh festgelegt, dass wir 1500 PS erreichen wollen. Ein 1500 PS starker Motor wäre der kraftvollste, der jemals für eine Serienfertigung gebaut wurde. Kostet sehr viel Zeit, diesen Motor zu entwickeln. Das kann man in Stunden gar nicht ausdrücken, auch nicht in Tagen oder Wochen. Es sind Jahre, es sind Mannjahre. Wir haben ein Team, das nonstop daran gearbeitet hat, ungefähr 3 Jahre lang. Die Entwicklung des Antriebsstrangs dauert sehr lange, der Bau allerdings nur 6 Tage. %95 davon sind neu. Aber der wahre Schlüssel sind die 4 Turbolader. Wenn der Motor gestartet wird, schalten sich zunächst nur 2 der 4 Turbolader zu. Doch sobald der Motor 3800 Umdrehungen pro Minute knackt, kommen die anderen beiden ins Spiel. Das Ergebnis ist ein Motor, der mit nur 70% des Leistungsbereichs das maximale Drehmoment erzeugt. Es gab durchaus Probleme bei der Entwicklung, die mich auch nachts nicht losgelassen haben. Die zusätzliche Power schafft aber ein neues Problem. Wie wird der neue Motor gekühlt? Also entwickelt das Team eine neue Pumpe, die 800 Liter Kühlwasser durch das Aggregat pumpen kann. Das entspricht etwa 10 gefüllten Badewannen. Bei Höchstgeschwindigkeit umströmt diese Menge an Wasser pro Minute den Motor. Sobald der Prototyp des Motors fertig ist, wird er auf dem Motorprüfstand getestet. Dort offenbart sich eine weitere Hürde. Wir haben ihn an einen Dynamometer angeschlossen. Dieser überhitzte sofort und war kaputt. Das Team muss also eine neue Anlage entwickeln. Dort wird er 25 Stunden lang nonstop auf Höchsttouren getestet. Auf der Straße wäre er in dieser Zeit von Wolfsburg bis nach Phoenix, Arizona gefahren. Wärmemanagement ist für so ein Auto eine große Herausforderung. Ein Verbrennungsmotor mit 1500 PS entspricht einer Hitze von etwa 3000 PS. 3000 PS würden ein gewöhnliches Haus über 2 Monate mit Energie versorgen. Um das Hitzeproblem lösen zu können, müssen also neue Wege beschritten werden. Das Team bei Bugatti hat sich auf eine Motorkonfiguration für sein neuestes Hypercar geeinigt. Nun stellt sich die Frage, wie die Karosserie aussehen soll. Einen neuen Bugatti erschafft man nicht einfach so, mit einem Fingerschnipsen. Als Designer denkt man Tag und Nacht darüber nach, was man verbessern könnte. Achim Anscheid hat die Aufgabe, eine Ikone neu zu formen und die Marke am Leben zu erhalten. Ich habe mehr als 10 Jahre an diesem Auto gearbeitet und verschiedene Ansätze verfolgt. Es gab hunderte Skizzen und Modelle. Diese Entwicklung hat nicht nur meinen Alltag geprägt, sondern auch meine weitere Karriere definiert. Sein Weg zum Design begann in der Boxengasse.
Ich denke, man kann auf zweierlei Arten zum Autodesign kommen. Entweder hat man Eltern, die Architekten, Designer oder Künstler im weitesten Sinne sind, oder man hat das Motorvirus. Mein Vater war in den 1960er Jahren Rennfahrer und ich bin in den Grand Prix Boxengassen aufgewachsen. Die meisten Autodesigner achten darauf, dass sich ein Fahrzeug gut verkaufen lässt. Bei Bugatti liegt der Schwerpunkt auf etwas anderem. Das ist nötig, wenn man ein Auto entwickelt, das weit über 400 Stundenkilometer fahren soll. Am Anfang ist es reine Kopfarbeit und man bringt seine Gedanken zu Papier. Sobald der Wagen zu Papier gebracht wurde, wird er digital umgesetzt. Fangen wir mit der Oberfläche an. Letztlich muss man einen haptischen Eindruck von der Maschine haben. Also erschafft ein Kunstbildhauer ein 1:1 Tonmodell. Jeder Bereich wird liebevoll und sorgfältig bearbeitet, bis alles perfekt ist. Die kunstvollen Formen sollen ästhetisch aussehen, doch in erster Linie geht es um den Luftwiderstand. Bei einem Wagen, der über 400 km/h erreichen soll, muss man sehr genau auf die Aerodynamik um und durch das Auto achten. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Während der Fahrt verursacht ein Wagen Luftwirbel. Je unruhiger die Luft wird, desto weniger Fahrtwind bekommt das Auto ab. Und davon benötigt ein W16-Motor jede Menge. Also wendet sich das Team an Dallara, einen der berühmtesten Rennwagenhersteller. Indy 500-Fans haben schon einige ihrer aerodynamisch verbesserten Fahrgestelle zu Gesicht bekommen. Wir sind hier in unserem Windkanal, in dem gerade das aerodynamische Verhalten eines 40%-Modells getestet wird. Das Unternehmen wird 1972 gegründet. Die frühen Erfolge auf der Rennstrecke belegen, dass Dallara in der Lage ist, sich den Wind zunutze zu machen. Der Windkanal verfügt über einen mehr als 1000 PS starken Ventilator, der direkt Luft auf das Modell bläst. So können Windgeschwindigkeiten bis zu 200 km/h generiert werden. Das ist weit von der angepeilten Höchstgeschwindigkeit des Chiron entfernt, reicht aber aus, um die Aerodynamik auszuloten. Im Modell befindet sich ein Messsystem, das die einwirkenden Kräfte aufzeichnet. Wir haben 250 Druckkanäle, die wir zum Sammeln der Daten einsetzen. Dank dieses kleinen Modells können die Aerodynamikexperten die Luftströmung exakt messen. Es ist nicht einfach, einen Wagen auf der Straße zu halten, wenn er über 400 km/h fährt. Ein Airbus hebt bereits mit 280 km/h. Das Team stellt fest, dass der Druck der Luft, die über die Oberseite strömt, am Lufteinlass zu 95% intakt bleibt. Sie fließt in den Lufteinlass, der sie direkt in den Motorraum weiterleitet. Diese Einsicht führt zu einer entscheidenden Designlösung. Es sind besondere Momente, wenn man realisiert, dass die technischen Notwendigkeiten zu einzigartigen Lösungen führen. Dadurch erhält das Design spezielle Elemente. Das ist die beste Art, um formvollendete Leistung anschaulich machen zu können. Nachdem der Lufteinlass geklärt ist, muss nun entschieden werden, wie die überschüssige Luft aus dem Motorraum geleitet wird. Das Ergebnis ist letztlich das auffällige abgeschnittene Heck. Aber wir haben eigentlich gefunden im Windkanal, dass wir nur durch das untere Drittel vom Stoßfänger, wenn wir da Druck ablassen und in die Seite reinpusten durch das Radhaus, das reicht eigentlich schon als der Effekt, den wir suchen. Und gibt es so etwas Ähnliches auch für hinten eigentlich? Naja, wir haben ja so eine Art Venturi-Effekt. Der Effekt ähnelt dem Drücken eines Daumens auf die Öffnung eines Wasserschlauchs. Je kleiner die Oberfläche, desto größer wird der Druck,
während gleichzeitig ein Vakuum entsteht. Genauso funktioniert das Heck. Es erschafft eine Unterdruckzone auf etwa 1,5 Metern, wodurch die gesamte Luft aus diesem Bereich abgesaugt wird. Die Luft, um den 1500 PS starken Motor zu kanalisieren, ist nur der erste Schritt. Gleichzeitig muss aber auch dafür gesorgt werden, dass der Wagen wieder abgebremst werden kann. Der 16-Zylinder-Motor des Chiron generiert 1500 PS und jagt den Wagen auf über 400 km/h hoch. Aber die Beschleunigung ist nur ein Teil der Aufgabe. Wenn man einen 400 km pro Stunde schnellen Wagen abbremsen will, muss man Wärmeenergie aus dem Wagen leiten, die äquivalent zu 4000 PS ist. Die Bremsen müssen abgekühlt werden und das Team hat eine innovative Lösung. Im Frontscheinwerfer befindet sich ein Kanal, über den direkt Luft zu den Bremsscheiben geleitet wird. Wie der Veyron kombiniert auch der Chiron mechanische Bremsen an jedem Reifen mit einer Luftbremse. Wenn man bei 400 Sachen alle Bremsen betätigt, wirken fast 2G auf den Wagen. Das entspricht der zweifachen Erdanziehungskraft. Beeindruckend. Aber vor allem die Kraft der mechanischen Bremsen ist überraschend. Die neue Bremsanlage hat dreimal so viel Power wie der Motor. Getestet wird sie bei einem wahren Bremsenexperten. Gibt's was Neues auf der Reifenseite von Michelin? Von Michelin haben wir die Tests gefahren. Wir fahren mittlerweile die Reifentests auf dem Dynamometer. Abgesehen von einem kraftvollen Motor und leistungsstarken Bremsen, benötigt dieser Hochleistungsflitzer auch spezielle Reifen. Wir sagten, wir kriegen es hin, aber wir wissen noch nicht wie. Michelin entwickelt in seiner hochmodernen Fabrik in Clermont-Ferrand eine neue Generation Reifen. Das riesige Prüfgelände beinhaltet eine Rennstrecke, eine einzigartige nasse Piste und genug Asphalt, um Reifen ordentlich kreischen zu lassen. Wir brauchen Reifen, die auch bei Höchstgeschwindigkeit und auf langen Strecken perfekte Bodenhaftung garantieren. Um diesem Anspruch wenige Monate vor Produktionsbeginn gerecht werden zu können, werden die Reifen im Testzentrum von Michelin Air in North Carolina überprüft. Diese abgelegene Teststrecke ist die einzige, in der man Versuche mit so hohen Geschwindigkeiten durchführen kann. Wir wollen unseren eigenen Geschwindigkeitsrekord brechen und belasten die Reifen dabei extrem. Bei 430 km/h wirkt mehr als die 3000-fache Schwerkraft auf das Luftventil des Reifens ein. Michelin stellt schon lange Reifen für Rennwagen her, zum Beispiel für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Le Mans-Rennwagen erreichen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 340 km/h. Der Chiron wird über 25% schneller sein. Deshalb sind wir hier im Testzentrum. Denn die Le Mans-Reifen sind für diesen schnellen Wagen nicht geeignet. Wir haben Computermodelle, die aufzeigen, was möglich ist. Aber in der Praxis wurde so etwas noch nie umgesetzt. Michelin kommt nun die Aufgabe zuteil, die digitale Welt mit der realen zusammenzuführen.
Die Produktion steht kurz bevor. Wir werden Reifen haben, die diesen Geschwindigkeiten standhalten. Ich bin sehr zuversichtlich. Das ist very confident for me. Die Zukunft der Marke Bugatti könnte von einer Kombination aus Wissenschaft und Natur abhängen. Nach fast einem Jahrzehnt Planung kann die Produktion des neuen Supercars von Bugatti beginnen. Das Team hat einen 1500 PS Motor gebaut, ihn auf Herz und Nieren getestet, eine aerodynamisch perfekte Form gestaltet und neue Bremsen und Reifen entwickelt. Nun beginnt der Endspurt. Mit diesen besonderen Herausforderungen muss man tagtäglich klarkommen, wenn man für uns arbeitet. Wir können uns keine Fehler erlauben. Die Auslieferung des ersten Wagens steht bevor und der Druck nimmt weiter zu. Für uns gibt es nichts Wichtigeres. Es kam schon vor, dass Kollegen die Geburtstage ihrer Kinder vergessen haben. Das Team muss die kunstvoll gestaltete Karosserie mit den technischen Anforderungen im Inneren in Einklang bringen. Am Anfang haben wir nur eine Vorstellung des Designs und eine technische Vision. Design und Technik werden wiederum bei Dallara Automobili kombiniert, wo ein innovatives Monocoque hergestellt wird. Wie man sieht, arbeiten sehr viele Ingenieure an diesem Monocoque. Ein Monocoque ist eine spezielle Konstruktion, die der Karosserie zusätzliche Stabilität verleiht. Zunächst werden die Ergebnisse aus dem Windkanal auf das 3D-Computermodell übertragen. Wir arbeiten mit computergestützten Entwürfen und konstruieren FEM-Simulationen. Die sogenannte Finite-Elemente-Methode ermöglicht die Simulation physikalischer Vorgänge. Wir sammeln jegliche Informationen zur Steifigkeit, Sicherheit und Stabilität des Fahrgestells. Anfangs arbeitet das Team nur mit 3D-Bildern. Doch mit der Zeit entsteht so ein richtiger Simulator, in dem Testfahrer den Wagen steuern können, bevor er gebaut wird. Mehr als 100.000 Simulationen werden durchgeführt. In Bezug auf die Steifigkeit haben wir gute Ergebnisse erzielt und 50.000 Newtonmeter pro Grad erreicht. Das ist ein beeindruckender Wert. Wenn man zwei Kleintransporter auf den linken Radkasten stellen würde, dann würde sich der rechte Reifen nur etwa ein Grad nach oben bewegen. Die fundamentale Idee hinter dieser Steifigkeit stammt aus der Natur. Das Team nutzt eine Architektur, die an Bienenwaben angelehnt ist. Man legt eine Schicht Carbon auf eine weitere, die mit Waben versehen ist. Diese Technik wird in der Luft- und Raumfahrt seit langem genutzt. In einem Reinraum stellen 50 Kunsthandwerker in Handarbeit die Wabenstruktur her. 150 Schichten müssen verlegt werden. Nach mehr als 1500 Arbeitsstunden ist das Monocoque fertig. Zunächst werden die Kohlefaserplatten geschichtet. Anschließend kommt das Monocoque in einen Autoklav, in dem es bei 135 Grad 15 Stunden lang ausgehärtet wird. Danach wird es in eine klimatisierte, hochmoderne Fräse gebracht, in der über einen ganzen Tag hinweg überschüssiges Material abgetragen wird.
Anschließend wird das Monocoque anderthalb Tage lang von einem Laser gescannt, um sicherzugehen, dass das Chassis maßgerecht ist. Das finale Produkt wiegt nur 100 Kilo. Würde man aber die Kohlefasern hintereinander auslegen, dann würden sie 9-mal von der Erde bis zum Mond reichen. Die Uhr tickt erbarmungslos weiter, während das Team bei Bugatti seine Arbeit am ersten Wagen seit 10 Jahren fortführt. Nun wird es Zeit, das gesamte Chassis auf einem Dynamometer zu testen. Der Wagen muss zuerst auf den Prüfstand, bevor wir ihn auf der Straße testen können. So werden jegliche Kraftanwirkungen auf die Reifen überprüft. Das ganze Ding ist ständig in Bewegung. In 3,5 Wochen wird hier ein ganzes Jahr auf der Straße simuliert. Dadurch können wir die Stabilität verbessern und testen, ob die Widerstandsfähigkeit der Simulation entspricht. Nur wenige kennen den Chiron so gut wie Chefingenieur Willy Nettoschiel. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das ist der Traum jedes Ingenieurs. Jeder würde sich diesen Job wünschen. Nettoschiel hatte zunächst gar nicht vor, hier zu arbeiten. Er war eigentlich für das Pickup-Truck-Programm von VW tätig. Nach meinem Maschinenbaustudium habe ich mich mit Pickup-Trucks beschäftigt. Nettoschiel und sein Team machen Testfahrten mit Prototypen in den Alpen. Das sieht nach reinem Spaß aus. Aber das ist ein wichtiger Schritt, um den Fortschritt eines Projekts beurteilen zu können. Ich mache selbst von Zeit zu Zeit Testfahrten, um einen Eindruck von unseren Wagen zu haben und herauszufinden, was verbesserungswürdig ist. Als nächstes wird der Prototyp auf der italienischen Teststrecke Pista di Nardo gefahren. Sie wurde 1975 errichtet und hat eine Länge von 12,5 Kilometern. Sie ist so groß, dass man sie vom Weltraum aus sehen kann. Die Testfahrten dort haben uns auf ein nicht erwünschtes Verhalten der Hinterachse aufmerksam gemacht. Als wir das letzte Mal in Nardo waren, haben wir ja an der Hinterachsabstimmung noch mal bestimmte Änderungen vorgenommen. Das haben die Herrschaften jetzt hier verbaut. Funktioniert das auch im Highspeed-Mode? Ich hoffe bei jeder Testphase, dass keine größeren Probleme auftauchen. Wenn wir etwas neu planen müssten, hätte das katastrophale Folgen für uns. Daher ist die exakte Planung so wichtig. Einige Prototypen dienen reinen Stabilitätstests, andere sollen bereits perfekt ausgearbeitet sein. Willkommen bei IndyCar. Einem Betrieb, der auf qualitativ hochwertige Kleinserien spezialisiert ist. Hier wird die Innenausstattung des Chiron sorgfältig zusammengesetzt. Mitarbeiter bauen die einzelnen Elemente zusammen und setzen sie präzise ein. Anschließend wird alles nach Molsheim geschickt, das 550 Kilometer entfernt ist. In wenigen Wochen ist die Präsentation. Im Atelier bei Bugatti werden die letzten Prototypen gebaut. Das ist der letzte Schritt vor dem Produktionsbeginn. Alles wird per Hand zusammengefügt. In unserem Atelier gibt es keine Roboter, nur Menschen. Der Zusammenbau erfolgt in einer Art Boxengasse, wie bei der Formel 1.
Drei Mechaniker bringen den Motor in Position. Das Motorchassis wird mit nur 14 Nieten am Passagierbereich befestigt. Bei der Produktion eines Wagens, der über 400 km/h schnell sein soll, ist jeder Schritt enorm wichtig. Nach einer Woche ist der Wagen bereit für seine erste Fahrt auf dem Prüfstand. Wir führen Straßentests durch und überprüfen das Bremsverhalten. Dann werden die Seitenteile angebracht. Die größten Kohlefaserkarosserieteile der Automobilwelt. Es folgen die Türen. Die Kühlerbleche. Und die Heckklappe. Die Arbeiter achten auf jedes kleine Detail. Nachdem die Karosserie steht, kümmern Sie sich um die handgefertigte Innenausstattung. Bei einem 2,4 Millionen teuren Auto ist die Originalität ein wesentlicher Punkt. Die fertigen Prototypen werden direkt zu einem ungewöhnlichen Ort gebracht. Nur hier kann das Team sein neues Geschoss an seine Grenzen bringen. Das Testgelände Era Lessin zählt zu den fortschrittlichsten und sichersten der ganzen Welt. Hier wird der Chiron entweder zur Produktion zugelassen oder zurück ins Atelier geschickt, um überarbeitet zu werden. Era Lessin ist mein eigentlicher Arbeitsplatz. Das ist heiliger Boden für Hochleistungsfahrzeuge und der einzige Ort der Welt, an dem Autohersteller ihre Wagen sicher auf 450 km/h beschleunigen lassen können. Das Besondere an Era ist die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Der Maschinenbau ist oft ein langatmiger Kampf mit exakt geplanten Schritten. Bevor das Team einen neuen Weltrekordversuch starten kann, müssen sie die Motorleistung überprüfen. Heute wollen sie zum ersten Mal die 400 km/h-Grenze übertreten. Dieser Test heute wird zeigen, ob sich unsere Anstrengungen bezahlt machen oder nicht. Die Produktion steht bevor, also kann sich das Team keine Rückschläge leisten. Wir testen jetzt die Stabilität bei Höchstgeschwindigkeiten von über 400 km pro Stunde. Das muss Schritt für Schritt erfolgen. Kleine Veränderungen können große Auswirkungen haben. Nach ein paar Runden kommt Loris zurück. Er kann nicht schneller als 400 km/h fahren, da sich der Heckflügel nicht korrekt ausfährt. Sollte dieses Problem nicht gelöst werden, muss die Serienproduktion verschoben werden. Ich habe Ihnen gesagt, dass der Wagen ein merkwürdiges Fahrverhalten gezeigt hat. Die Techniker überarbeiten die Software an Ort und Stelle. Versuchen wir es. Ja? Soll ich ihn anlassen? Ja. Also los. Wir haben den Heckflügel überprüft und es war alles in Ordnung. Aus Ingenieurssicht müsste alles funktionieren. Nach ein paar Runden versucht Loris es noch einmal. Eine schnelle Runde im Chiron ist wirklich schnell. Die Außenwelt rauscht an einem vorbei.
Wenn man über 400 km/h fährt, muss alles exakt nach Plan ablaufen. Mehr als 200 Reifensätze, 5500 Runden in Ära und über 100.000 Kilometer waren nötig, um an diesen Punkt zu kommen. Nun müssen sie nur noch die 400 km/h-Marke übertreffen, dann kann die Produktion in Auftrag gegeben werden. Das erledigt man nicht mal eben zwischen zwei Terminen. Nahe der Höchstgeschwindigkeit legt der Chiron 120 Meter pro Sekunde zurück. Das entspricht der Flügelspannweite von zwei 747-Maschinen und das jede Sekunde. Loris knackt die Marke. Die jahrelange Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Wie schnell genau er ist, bleibt ein Geheimnis, aber es reicht aus, um die Produktion in Gang zu setzen. Wir haben hart gearbeitet, um jedes Detail zu verbessern. Das ist das Ergebnis. Da kommt er. Der Fahrer ist hochzufrieden. Das Team hat viele Jahre in das Projekt gesteckt. Nun ist es abgeschlossen. Endlich kann der erste neue Bugatti seit mehr als einem Jahrzehnt ausgeliefert werden. Es war eine große Herausforderung und hat uns einige Nerven gekostet. Es gab zahlreiche Probleme, die gelöst werden mussten. Aber jetzt fällt uns allen eine schwere Last von den Schultern. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich sage oft scherzhaft, dass meine Kollegen pro Jahr 10 Wagen entwickeln und ich einen alle 10 Jahre. Aber es hat sich gelohnt und ich bin stolz, dass er heute fertig ist. Die Vision wurde in die Realität umgesetzt. Aber Bugatti strebt weiterhin nach Höherem. Die Zeit wird zeigen, ob es das Team schafft, den Weltrekord für das schnellste Supercar zu brechen. Ich denke oft an diesen Rekord und glaube an unseren Erfolg, auch an der Grenze des Machbaren. Seit dem frühen 21. Jahrhundert gilt Bugatti als Maßstab für Leistung und Höchstgeschwindigkeit in der Automobilwelt. Das neueste Modell soll diesen Ruf bestätigen und wiederum neue Wege beschreiten. Wir wollten der Welt demonstrieren, welche Geschwindigkeit man mit einem straßentauglichen Wagen erreichen kann. Wir sind bereit für unsere Konkurrenz. Einige Ingenieure haben bereits versucht, uns zu übertrumpfen. Wir lieben den Wettbewerb. Ein Autorennen macht auch nur Spaß, wenn man Gegner hat. Sonst sind sie uninteressant. Der Bugatti Chiron. Ein handgefertigtes Meisterwerk. Ein technisches Wunder. Und vermutlich der Höhepunkt der Ära des Verbrennungsmotors.